Einen wunderschönen guten Tag bei einer neuen Ausgabe von Hooked FM. On Topic wird das ja wahrscheinlich sein. Vielleicht finden wir auch einen neuen Namen. Mal gucken. Dev Talk passt nicht ganz. Vielleicht machen wir Journalism Talk draus. Wir haben nämlich einen wunderbaren Gast hier bei uns, nämlich den Heiko Klinge. Guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Ich glaube, dass die allermeisten Leute schon genau wissen werden, wer du bist. Aber vielleicht kannst du dich ja ganz kurz, trotzdem mal kurz vorstellen, wer du so bist und was du eigentlich so machst. Alles klar, mache ich gern. Ja, bin der Heiko. Bin Chefredakteur von GameStar und GamePro, jetzt also seit 2000 als Spielejournalist unterwegs und ja, habe ganz normal angefangen als Trainee bei der GameStar, dann Redakteur geworden, habe dann kleinen Umweg gemacht, nämlich mit der Making Games, ein Magazin über Spieleentwicklung mitgegründet und dann noch ein bisschen im Recruiting-Segment unterwegs gewesen mit Making Games Talents oder auch Branchenregister, Keyplayers und bin eben seit 2015 der Chefredakteur von GameStar und GamePro und in dieser Funktion eben im Grunde genommen verantwortlich für die redaktionellen Inhalte, ja, dieser Magazine, egal ob jetzt online oder offline. Mhm. Und der Tom ist auch da, der hat allerdings eine etwas andere Audioqualität, als ihr vielleicht gewohnt seid, der macht nämlich von zu Hause aus mit, der, obwohl, trotz Erkrankung ist er hier, um bei diesem Gespräch beizuwohnen, das ist meine Arbeitsmoral, wunderbar. Ja, hier kann ich über Push-to-Talk meinen Husten rausfiltern, ich glaube, da sind wir im Nachhinein alle glücklich drüber. Ja, ich finde bei dir auch so klasse, Heiko, du bist ein wunderbares Beispiel für etwas, was die Games da ziemlich auszeichnet, finde ich, weil das gibt es in der deutschen Videospielbranche nicht so mega oft, dass halt Leute wirklich über teilweise Jahrzehnte bei dem gleichen Arbeitgeber bleiben und dann halt nach oben klettern. Gerade in unserer Branche wird er ja gefühlt alle 2 Jahre gewechselt. Und sei es jetzt irgendwie du, Petra Schmitz, Michael Obermeier, darf man da ja auch schon wieder fast zuzählen. Natürlich, der ist auch schon weit über 10 Jahre dabei, ja. Ja, ne? Ach, oh mein Gott, das ist, da werde ich mir nur darüber bewusst, wie alt ich bin und dann werde ich traurig, deswegen denke ich da nicht so gerne drüber nach. Ja, aber es ist tatsächlich für uns ein wichtiges Thema und es ist uns auch tatsächlich wichtig, dass wir versuchen, eben auch immer der Arbeit, der wir ja tagtäglich tun, auch irgendwie ein Gesicht zu geben, weil wir einfach daran glauben, dass es im Spielejournalismus irgendwie auch wichtig ist, irgendeine Art von Vertrauensverhältnis zum User bzw. Leser aufzubauen und eben auch zu halten, solange es eben geht. Ja, ich hatte allerdings auch Glück, dass ich natürlich viele unterschiedliche Aufgaben machen durfte, sodass mir auch nicht wirklich langweilig wurde in all der Zeit. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, bei Tom und mir ist es so, dass wir früh in unseren Kindheits- und Teenie-Tagen immer euch zugeschaut haben, damals noch auf der DVD und das so ein bisschen so eine Inspiration war, das zu machen, was wir heute machen. Deswegen freut es uns wirklich extrem, dass du jetzt hier sitzt und mit uns ein kleines Gespräch führen willst. Worüber es gehen soll, ist die Kingdom Come Deliverance Geschichte, so ein bisschen, den wir als Aufhänger nutzen wollen für ein breiteres Gespräch. Die ganze Debatte möchte ich jetzt hier nicht noch einmal komplett neu auffassen. Ich glaube, man muss allerdings die Grundfeste noch einmal kurz erklären für alle Leute, die dann doch neu einsteigen. Es gab einen Artikel auf einem Blog namens Le Petit Capot von, wie hieß der junge Mann? Jan Heinemann, von Jan Heinemann, wo er nochmal einige größtenteils schon länger bekannte Vorwürfe gegenüber dem Gründer von Warhorse, Daniel Wawra, wo er die nochmal so ein bisschen neu auflegte und sagte, hey, das ist berichtenswert, darüber nicht zu berichten, ist aus diesen und diesen und diesen Gründen nicht gut und dass das Spiel sich selbst als authentisch bis zum letzten Drücker darstellt, geht an der Realität vorbei. Weil ist jetzt so wenn ich mal kurz die Prämisse zusammenfassen würde, würdet ihr mir dazu stimmen oder bin ich da schon daneben? Ich würde schon wieder widersprechen tatsächlich. Ja, mach das, gerne. Genau, nein, also das war ja, wir müssen jetzt ja auch nicht das Thema an sich diskutieren, es soll ja auch ein bisschen über andere Geschichten gehen, aber wie gesagt, das, was wir eben zumindest nach unserer Auffassung immer wieder auch sowohl in der Kommunikation zum Spiel als auch im Gespräch mit den Entwicklern eben herausgehört haben, war, dass sie immer gesagt haben, es muss ein Spiel sein. Sie wollen selbstverständlich historisch authentisch sein, soweit es in irgendeiner Form möglich ist. Aber wenn Sie sich zwischen Realismus oder Authentizität und eben Spielspaß entscheiden, wählen Sie auch immer den Spielspaß. Und Sie haben ja auch eine Historikerin wirklich eingestellt, die eben auch da beratend tätig ist und auch fester Teambestandteil ist. Aber auch da wurde immer gesagt, wenn
also wie gesagt, so wie wir das in den Gesprächen mit den Entwicklern eben mitbekommen haben und auch wie wir die Kommunikation wahrgenommen haben, war es immer King, letzten Endes ist Kingdom Come ein Unterhaltungsprodukt und kein Serious Game. Keine von diesen Sachen würde ich widersprechen. Ich würde sagen, dass das nicht immer ganz so rauskam bei den Artikeln, die jetzt auf der. Ich würde das jetzt auch auf die GameStar spezifizieren, einfach weil ich es unfair fände, jetzt andere Medien damit reinzuziehen, die hier nicht darauf antworten könnten. Deswegen, ich glaube, es ist okay, wenn wir das einmal auf die GameStar spezifizieren, ohne dass aber jemals gesagt wurde, die GameStar sind diejenigen, die das alles falsch machen oder sonst irgendwas. Nur, dass hier nicht der falsche Eindruck entsteht. Da möchte ich aber eher später nochmal drauf eingehen, ob es da denn irgendwie dann im Konkreten noch Sachen gibt. Aber erstmal allgemein zu bleiben, es gab dann diesen Artikel, der halt, wie man schon sieht, auch unterschiedlich ausgelegt wurde, den ich dann zunächst privat retweetete unter einer zugegebenermaßen jetzt nicht gerade subtilen Botschaft darüber. Ich kann das auch gerne nochmal zitieren, was ich da geschrieben hatte, war ein hervorragender Artikel über Kingdom Come Deliverance, das Vortäuschen von Realismus, den rassistische Ideologien und Nazi-Bands unterstützende Entwickler und wie Funk, Game 2, GameStar und Co. dies leider willentlich ignorieren und unterstützen. Habe ich schon ordentlich auf die Kacke gehauen, gebe ich völlig frei zu. Wieso und weshalb, vielleicht kommen wir dazu, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, das soll jetzt nicht so der Fokus sein. Aber davon ausgehend, also jetzt nicht von meinem Tweet, sondern von dem Artikel ausgehend, ging dann so eine kleine Welle durch die deutsche Videospiel, durch den deutschen Videospieljournalismus, der dann auch darin endete, nicht darin endete, aber wo ein Zwischenschritt war, dass dann auch die GameStar einen sehr ausführlichen Artikel zu diesem Thema geschrieben hat und ja, du und Fritz euch auch hingesetzt habt, um 16 Minuten lang in einem Video zu diskutieren, wie viel und ob Politik. Viertelstunde war's. Genau, ob das etwas in der Berichterstattung zu suchen hat, wenn ja, in welcher Intensität. Und davon ausgehend fanden Tom und ich dann einfach mal das Gespräch interessant. Hey, wie sieht es denn eigentlich aus mit Kritik innerhalb der Branche? Wie äußert man die am besten? Äußert man die überhaupt oder macht man das intern und davon ausgehend dann das Gespräch, ist denn überhaupt diese Kritik hier angebracht? Das heißt, hat Politik, wenn man es denn Politik nennen möchte in diesem Falle, irgendetwas in der Berichterstattung zu suchen oder nicht? Und wir dachten uns, da gibt's keinen viel besseren Ansprechpartner als den Chefredakteur der GameStar natürlich. Und deswegen sitzen wir nun hier. Und ich muss einen Schluck trinken. Prost. Ja, genau. Also ich würde einmal ganz kurz auf meinen Twitter eingehen wollen. Einfach, weil der, glaube ich, so ein bisschen, was ich auch sehr verstehen kann, für Unmut gesorgt hat. Und das meine ich auch aus eurem Artikel rausgelesen zu haben, Heiko, oder? Ich kann jetzt nur ich kann jetzt tatsächlich nur für mich sprechen, weil ich möchte jetzt auch keinen Kollegen da was in den Mund legen. Ja, aber natürlich hat er mich persönlich getroffen. Da bin ich ganz offen, weil niemand lässt sich gern sinngemäß eben als jemand bezeichnen, und ich bin letzten Endes verantwortlich für die redaktionelle Ausrichtung und verantwortlich im Sinne des Presserechtes, dass man willentlich rassistische Ideologien und Nazi-Bands oder Nazis ignoriert und sogar unterstützt. Weil ich schon vorzuleben versuche und wir es immer auch bei der GameStar eigentlich und auch der GamePro immer wieder aktiv proklamiert haben, uns immer wieder auch offen gegen Hass im Netz positioniert haben. Na, ich hatte mal eine Videokolumne zum Ende des Jahres mit dem Titel Seid weniger scheiße. Wir hatten unter den, wir haben mal eine Hashtag-Kampagne gemacht, das sind nicht wir, wo wir uns gegen fremdenfeindliche und Hasskommentare einfach im Netz ausgesprochen haben. Und das war eben etwas, wenn so ein Vorwurf eben postuliert wird von jemandem wie dir, der natürlich auch einfach ein entsprechendes Echo und auch eine entsprechende Wirkung entfaltet, weil der Blogartikel, wenn man sich jetzt das anschaut, wie viele Leser der normalerweise hat, es ist jetzt kein Blog gewesen, der jetzt
irgendwie eine gigantische Reichweite oder so gehabt hätte. Jetzt völlig unabhängig davon, ob das jetzt gut ist, was der Jan Heinemann schreibt oder nicht. Das steht ja auch gar nicht zur Diskussion. Aber selbstverständlich war der Tweet in gewissermaßen eine Art Katalysator für die ganze Diskussion. Und das war halt einfach der Punkt, der mich persönlich getroffen hat. Das hatte jetzt aber nichts, ehrlich gesagt, mit der Berichterstattung zu tun in dem Sinne, sondern wir haben uns natürlich damit auch konfrontiert gesehen und wir haben bei GameStar auch immer, ja, wir schreiben es uns auf die Fahnen, dass wir auf Kritik reagieren grundsätzlich, dass wir unsere User ernst nehmen, dass wir unsere Kritiker ernst nehmen, egal ob sie jetzt nun, wie gesagt, aus der Community kommen, ob sie jetzt eben aus der Branche kommen oder auch aus völlig anderen Richtungen und ja, also dass man sich damit ernsthaft auseinandersetzt und das nicht einfach beiseite wischt. Das ist einfach bei uns so, ja, Common Sense. Und wir sind uns auch im Grunde genommen alle einig. Und der zweite Aspekt ist auch, und ich glaube, man sieht es ja auch, wie sich bei uns auch die Redakteure häufig nach Feierabend oder auch am Wochenende auch noch in den Kommentaren zum Beispiel engagieren, Fragen beantworten oder auch Diskussionen führen. Wir identifizieren uns einfach sehr, sehr stark mit dem, was wir da jeden Tag tun. Na, egal, ob es jetzt die Artikel sind oder wir sind ja auch Podcast-Kollegen, wenn ich da ein bisschen Schleichwerbung machen darf für den GameStar-Podcast. Habt ihr ein Patreon bei GameStar? Genau, also und letzten Endes wäre Rainer Siegel, ja, der ja auch einen Artikel geschrieben hat und kurioserweise auch von dem Jan Heinemann zitiert wird, in seinem Artikel ist wiederum kurioserweise auch ein Autor der GameStar, der für uns auch schon Magazinartikel geschrieben hat. Ne? Über Kingdom Come. Über Kingdom Come, total. Ja, ging es nämlich. Wir haben uns mit dem Thema durchaus sehr differenziert auch auseinandergesetzt, auch gerade was das Thema, ne, so nach dem Motto bewusste Geschichtsfälschung in Spielen. Da gibt es einen sehr, sehr ausführlichen, wie ich finde, natürlich nicht ganz objektiv, sehr lesenswerten GameStar Plus Report zu dem Thema, wie letzten Endes Spieleentwickler die Geschichte verändern, wie sie das tun, warum sie das tun, wie da die Diskussionen laufen. Also wir haben uns mit dem Thema durchaus auseinandergesetzt. Und dann ist aber für uns dann auch immer die Frage, wenn wir uns mit so einer Kritik auseinandersetzen, und deswegen ist es uns auch durchaus nahe gegangen, haben wir uns aber überlegt, wie wollen wir das eigentlich machen? Und wir waren uns sehr, sehr schnell einig, dass das Falscheste an der Stelle gewesen wäre, da jetzt irgendwie zurückzuschießen oder zu sagen, was soll der Scheiß oder was auch immer, sondern A, die Kritik ernst zu nehmen, aber und auch so ein bisschen mal die Emotionalität so ein bisschen rauszuziehen und zu überlegen, okay, was würden wir denn auch unter normalen Umständen tun? Und was ist denn das, was eigentlich auch der Job aus unserer Sicht eines Journalisten ist? Und nach meiner festen Überzeugung ist halt der Hauptjob eines Journalisten, Fakten und Informationen zusammenzutragen, um den Leser zu ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu bilden. So, das ist so ein bisschen meine persönliche Definition, meine persönliche Überzeugung, die man teilen kann oder eben nicht. Und das war letzten Endes unser Take bei der ganzen Geschichte. Und war, muss ich aber auch ganz offen sagen, für uns eine sehr, ja, emotionale Arbeit tatsächlich, weil wir wussten, das ist ein sehr, sehr großes Minenfeld, auf dem wir uns da bewegen und das eben auch mit einem, ja, Medium, das ja doch, und müssen wir auch nicht drum herum gehen, GameStar ist Mainstream, ja, wir sind die größte deutsche Spiele-Webseite, wir erreichen weit über 3 Millionen Unique User. Das ist, wenn wir uns jetzt wenn wir dieses Thema diskutieren, dann ist es für uns einfach auch ein sehr, sehr sensibles Thema. Egal, was wir damit machen, das wird von der gesamten Industrie mit Argusaugen beobachtet werden. Und das ist natürlich auch für den schreibenden Redakteur eine enorme Drucksituation gewesen. Auch für uns alle. Ja, so viel Einblick in unsere Gefühlswelt lasse ich gern zu. Und ich habe mir halt auch überlegt, wie ich das Thema so aufgreifen kann und da im Gesicht geben kann. Wir haben auch diskutiert und ich habe einfach gesagt, komm, lass uns ein Video machen. Und ich erzähl halt einfach, du stellst die Fragen, Fritz, ja, der Moderator von GameStar TV, die aus deiner Sicht auch ein User fragen würde. Und ich versuche es halt einfach nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und einfach so zu erklären, wie ich bei dieser ganzen Geschichte ungefähr ticke. Und das ist, ja, war schon schwierig, weil
es ja auch immer so ist, das ist auch ein Unterschied zwischen uns und einem Podcast oder auch einem Blog zum Beispiel. Die GameStar hat halt 50, 60 Leute, die für dieses Magazin arbeiten. Ja. Es gibt nicht die GameStar-Meinung. Ja. Und es gibt nicht das sagt der oder das sagt der, sondern wir sind eine große Redaktion mit einer großen Webseite. Und da ist es sehr, sehr schwierig, eben sich mit sowas auseinanderzusetzen, sondern das kannst du dann eigentlich nur journalistisch sauber machen. Da haben wir uns eben dazu entschieden, einfach letzten Endes all das zusammenzutragen, was passiert ist, also sowohl die Kritik, aber eben auch ja, zu versuchen, jetzt das Feedback oder die Reaktion der Entwickler einzuholen. Und jetzt völlig egal, was ich persönlich von der Meinung der Entwickler oder von dem Statements halte. Es war doch sehr, sehr auch überraschend für uns, wie schnell die reagiert haben und wie emotional sie reagiert haben, wie ausführlich sie reagiert haben, sodass wir dann sogar noch vor der Herausforderung standen, okay, wir können das jetzt nicht einfach so nur alleine abdrucken, so die Entwickler haben geantwortet, wir haben jetzt alles zusammengetragen, bildet euch eure Meinung, sondern stand relativ schnell fest, okay, wir mussten das noch in irgendeiner Form journalistisch einordnen und in Kontext setzen. Na, und das war letzten Endes dann der Job, der ja doch viel Nerven und Arbeit gekostet hat. Aber es war uns tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Und ich bin, und das war wirklich, es ging für uns locker bis tief in die Nacht dann rein, auch weil wir die Kommentare auch moderieren wollten, weil wir auch wussten, was da passieren könnte. Und wir waren dann am Ende doch sehr, sehr, ja, wahrscheinlich noch nie so erleichtert über einen Artikelfeedback, als wir gesehen haben, dass sowohl eben, ich nenne es jetzt mal einfach unsere Kritiker uns für die Reaktion Steht in meinem durchaus, Tinder-Profil drauf, ja, oder GameStar-Kritiker. letzten Endes uns dafür loben, als auch von der Industrie selbst habe ich sehr viel positives Feedback bekommen, als auch die Stamm-Community. Also, dass wir es dann doch irgendwie diesen Balanceakt geschafft haben, dass sich alle in irgendeiner Form abgeholt gefühlt haben. Und das war eigentlich auch das Ziel bei der ganzen Geschichte. Aber ja, hätten wir im Vorfeld auch natürlich nicht sagen können, ob das so funktioniert. Sorry für das lange, Nee, super gerne. Dafür bist für du ja den langen hier. Monolog, aber es ist tatsächlich etwas, was mich auch in den letzten Tagen sehr, sehr umgetrieben hat. Vermutlich wird Tom auch mal langsam was zu sagen haben. Ich wollte nur mal ganz kurz zwischenwerfen, weil du da auch nochmal ansprichst, dass dieser Tweet insbesondere da auch, naja, Gefühle durchaus ein bisschen berührt hat und gesagt und ein bisschen aufgewühlt hat. Natürlich, und das will ich nur nochmal klar machen, will ich mit diesem Tweet niemanden als Nazi bezeichnen oder als willentlichen Nazi-Unterstützer. Was ich, was ein bisschen dem 280-Zeichen-Limit anheimfiel, ist, dass zwischen dem und dem Unterstützen ein damit fehlt. Weil was ich natürlich sagen wollte mit diesem Tweet ist, dass ich durch das Ignorieren von der möglichen Geschichte, die es da geben kann, dass eben wir wollen hier dediziert nicht, oder wollen wir sagen hier dediziert nicht, dass jetzt mal die GameStar das Spiel boykottieren soll und auch alle, also ihre Leser zum Boykott aufrufen soll. Ich glaube, dafür sind eure Leser ein bisschen zu alt, um sich davon beeindrucken zu lassen, selbst wenn ihr das versuchen Du kannst würdet. auch Leser nicht erziehen, im Übrigen. Genau, Also, es würde nicht genau. mal funktionieren. Genau. Also das war nie das, was wir, glaube ich, hier meinten, sondern was wir meinten ist, dass das halt niemals zumindest analysiert wurde, um zu sagen, okay, kann es da was geben? Denn was du ja sagtest, und da würde ich dir hundertprozentig zustimmen, ist, dass die Arbeit vor allen Dingen ist, die Fakten zu liefern und die Meinungsbildung zu erlauben. Und meine Kritik an der Geschichte wäre, dass die Meinungsbildung eben nicht komplett möglich war, wenn man jetzt der GameStar in diesem Falle folgen würde, weil man eben, also es gab halt so solche Statements oder solche Sachen, wie das in einem Interview gesagt wird, die Story von Kingdom Come wird auf realen Begebenheiten basieren, sie wird praktisch spielbarer Geschichtsunterricht. Und sowas steht dann auf der einen Seite und diese Statements vom Daniel Vavra auf der anderen Seite. Und da finde ich, da ist es dem Leser, wenn er die Informationen von der GameStar bezieht, nicht mehr so richtig möglich, eine wirklich komplette Meinungsbildung zu formen. Und auch wenn er eben zum Anschluss kommen würde, mich interessiert das nicht, was oder das, was Daniel Vavra sagt, finde ich gar nicht so schlimm. Nur um zu dem Also Schluss ich zu habe kommen, müsste es erst wissen. ja, das, wie gesagt, das eine Thema, was ich ja auch in dem Video gesagt habe, wo ich schon
ich will es nicht sagen, ein Versäumnis, weil es ist, wie gesagt, immer eine Frage, wie weit gehst du rein in die Berichterstattung, wie weit nicht, weil du kannst nie über alles berichten. Und wir sind kein politisches Magazin. Die GameStar hat nicht den Auftrag oder die Agenda, politische Inhalte zu transportieren oder zu kommentieren. Das ist nicht unsere Definition von dem, was wir tun, sondern wir sind ein Spielemagazin. Unser Hauptjob, wie wir uns definieren, ist tatsächlich, wir wollen unseren Usern es ermöglichen, so viel Spaß es geht, aus ihrem Lieblingshobby rauszuholen. Das ist unser Antrieb. So. Und das ist für uns im Fokus. Das heißt nicht, dass man andere Themen da ignoriert oder willentlich ignoriert, um das Zitat nochmal aufzugreifen. Es ist aber ganz natürlich, wenn du einen Berichterstattungsfokus hast, dass der Fokus nicht auf anderen Themen liegt. Das liegt in der Natur der Sache. Genauso wenig wie jetzt eine Tagesthemen oder der Spiegel auch sicherlich, was jetzt Spieleberichterstattung angeht, auch nicht so tief einsteigt, wie wir das tun. No? Ja. Dafür eben tiefer einsteigt, was politische Themen angeht. Was ich aber ja auch im Video gesagt habe, man hätte sicherlich die Äußerungen von Daniel Wafra im Vorfeld thematisieren können irgendwann. Also wir haben ja zum Beispiel auch darüber berichtet, als der damalige Lead-Designer von Diablo 3 ausfällig geworden ist gegenüber den ehemaligen Lead-Designer von Diablo 2, nachdem dieser Diablo 3 kritisiert hat. Es ist natürlich schon so, dass wir ab und zu mal, ich nenne es jetzt mal, auch über Spieleentwickler und ihre Aussagen, oder wir haben jetzt ja auch mal thematisiert, dass der Chef von World of Warcraft ja, oder der früher tatsächlich ein Forentroll war, der aus der MMO-Community, den dann Blizzard engagiert hat, weil er sich nämlich tatsächlich sehr gut auskennt. Also es ist nicht so, dass wir solche Themen ausklammern, und deswegen kann man schon sagen, okay, man hätte auch mal drüber berichten können, und dass Daniel Wawra eine Person ist, die ich formuliere es mal so, der definitiv einfach eine starke Meinung hat, grundsätzlich, und auch sehr aktiv ist und in diverse Richtungen eben Dinge postuliert oder eben auch nicht immer überlegt, was er sagt oder was er anzieht oder welche Sachen er hat. Das war uns definitiv bekannt. Das war im Übrigen auch schon zu Mafia-Zeiten so. Das ist überhaupt keine neue Information. Das ist dann vielleicht auch eine Einschätzung, wo man dann so auch ein bisschen in seinem eigenen, ich sag's jetzt mal, ja, Gamersaft schmort. Weil er hat sich schon halt auf Pressefotos zu Mafia, und das ist, keine Ahnung, 17, 18 Jahre her, eben mit Kampfhunden gezeigt und im langen Ledermantel oder so. Also er hatte schon immer da auch so ein bisschen ein Händchen für Provokation. Ja. Muss aber auch sagen, dass ich ihn persönlich nicht wirklich kenne. Kollegen von mir schon. Und es gibt ja auch diesen einen, glaube ich, das ist ein Kotaku-Artikel, wo sich auch eben ein Redakteur, finde ich, sehr interessant auch eine Diskussion mit ihm wiedergibt und einfach sagt, wie sich diese Gespräche, worum es ihm eigentlich geht. Wie gesagt, völlig wertfrei. Ich bin persönlich überhaupt kein Freund von dem, was er sagt oder was er schreibt oder was auch immer. Also es ist keiner, mit dem ich jetzt, von dem ich glaube, weil, wie gesagt, ich kenne ihn persönlich nicht, ja, von dem ich glaube, dass wir irgendwie politisch oder irgendwie auf einer Wellenlänge schwimmen oder abends gemeinsam gern Bier zusammen trinken würden. Die Frage ist, ob das zu meinem Job als GameStar-Chefredakteur gehört, das in die Arbeit einfließen zu lassen. Ne? Also das ist nochmal konkret zu dem Thema. Das ist ja auch das, was wir letzten Endes bei uns auch intern immer wieder diskutieren. Ne? Was ist relevant für die Arbeit, die wir machen? Was ist relevant für unsere User? Und da werden jeden Tag Dutzende Entscheidungen getroffen. Da werden sicherlich jeden Tag auch, ja, nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Wer arbeitet, macht Fehler. Und das ist tatsächlich eine tägliche Diskussion. Na, weil wir ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wir haben ja zum Beispiel auch tatsächlich durchaus die Contentzahl eben reduziert, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen uns mehr fokussieren, größere Themen machen, tiefer ins Detail gehen. Haben wir auch gerade diesen Magazinjournalismus in den letzten Jahren bei uns sehr stark vorangetrieben. Das ist uns ein Anliegen. Das bringt aber natürlich auch mit sich, dass du jeden Tag
locker 50, 60 Themen quasi auf deiner Newsdesk hast und überlegen musst, was davon nimmst du mit und was davon lässt du weg. Tom, willst du mal? Genau. Ja, genau. Das mit der Daniel-Wavra-Sache ist halt bei uns so diese Frage, gehört das dazu zur Berichterstattung? Und ich glaube, wir würden es halt mit Ja beantworten. Das selbst ist ja dann aber auch schon wieder ein Thema, was besprechenswürdig ist, wie man diese Entscheidung trifft. Und das fände ich auch mal interessant zu wissen, wie denn dieser Entscheidungsprozess stattfindet, weil ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass die GameStar solche Themen nicht aufgreift. Ihr habt ja jetzt auch gerade erst darüber berichtet, wie Quantic Dream zum Beispiel die Belästigungsvorwürfe dort gab oder sowas, das fand in News statt. Also sowas findet ja bei euch statt. Dann so Sachen wie die Daniel-Wavra-Nummer, was für uns halt, also diese ganze, seine Aussagen zu Gamergate, seine Aussagen zu Anita Sarkeesian und so, die schon 2014 oder 2015 getroffen wurden, die kennen wir halt schon seitdem und seitdem haben wir schon so ein bisschen eine Position zu Wavra und eine schwierigere Position zu Kingdom Come. Mhm. Wie ist denn da der Entscheidungsprozess, wo ihr sagt, okay, jetzt darüber berichten wir, darüber nicht? Ein anderes Beispiel, was ich noch gefunden hätte, wo ich jetzt nichts auf Games dazu gefunden habe, was aber in der internationalen Presse war, war nach der letzten E3 2017, wo das Indie-Spiel The Last Night angekündigt wurde, so ein Cinematic-Platformer mit so einem 3D. Ja, ja. Und da gab es international auch sofort Berichte über den Tim Sore, den Chefentwickler, der auch in der Vergangenheit der sich da auch mal auf Twitter daneben benommen hat. Über Gamergate und dessen Spiel so zeigen sollte, also zumindest laut seinen früheren Aussagen, nicht laut der offiziellen Spielbeschreibung, wie so eine, wenn Progressivität zu weit geht, so wenn der Feminismus gewinnt, was wird das für eine Welt und so. Und das klingt halt schon ganz anders als das, was das eigentliche Spiel in seiner offiziellen Beschreibung sagt. Okay. Ja, aber also ich kann da kurz einen Einblick letzten Endes geben, nur in unseren Arbeitsablauf. Es ist halt tatsächlich so, dass wir da unterschiedliche Iterationen haben. Also wir haben im Grunde genommen einmal im Monat eine große Monatsplanung, wo sich die Ressortleiter zusammensetzen, um einfach die wichtigsten Releases durchzugehen, die wichtigsten Themen, Schwerpunkte. Also all das, was so quasi die Eckpfeiler der Berichterstattung in den nächsten Wochen wären, die eben auch Koordination Koordinationsaufwand bedeuten. Dann gibt es eben noch einmal in der Woche eine Redaktionskonferenz des Online-Teams, in der dann letzten Endes besprochen wird, auf Wochenbasis, wie diese Monatsthemen, ob da noch alles on track ist oder und eben auch, dort können quasi redaktionelle Pitches abgegeben werden. Ne? Jeder Redakteur kann dort quasi sagen, was er für eine gute Story hält. So. Das ist die zweite Ebene und dann gibt es eben noch eine dritte Ebene, wo nämlich die tägliche, wo wir ein Newsdesk-System haben, das heißt wechselnde verantwortliche Redakteure, die eben News-Themen in die Redaktionsgruppe letzten Endes eingießen und sagen, hier, darüber wollen wir berichten. Das sind mögliche Quellen, das sind mögliche Ansprechpartner, hier kannst du noch recherchieren und so weiter und so fort. Wer macht's? Und das ist dann aber auf täglicher Basis. So. Und das ist, Medien ist ein Personenjob. Ja, also entsprechend wechseln da auch häufig die Verantwortungen und wir versuchen halt letzten Endes so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Rasterfahndung, Themenrasterfahndung zu machen, um die für unsere Zielgruppe relevanten Themen eben zu besetzen. Und da spielen aber, das Entscheidendste für uns ist immer, interessiert das unsere Leser? Das ist für uns immer die erste Frage. Wollen das unsere Leute lesen? Was ist die Geschichte? Ja, was ist das Interessante daran? Das ist das eine. Und es spielen aber auch natürlich immer unterschiedliche Kriterien eine Rolle. Und es kann auch wechseln, je nach Redakteur, weil wir wollen halt auch, dass sich bei uns jeder Redakteur sehr aktiv auch an der Themengestaltung beteiligt. Natürlich alles innerhalb innerhalb der redaktionellen Leitlinien. Und um auf die konkreten Beispiele zurückzugehen, das Thema Gamergate zum Beispiel, das schwingt da ja bei vielen Geschichten mit. Das ist tatsächlich so ein Stück weit eine bewusste Entscheidung. Wir haben mal einen extrem
umfangreich und aufwendig recherchierte Reportage zu dem Themenschwerpunkt gebracht, Gamergate. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir tatsächlich relativ bewusst Gamergate bei uns eher selten thematisieren. Was einfach damit zusammenhängt, dass zum einen wir diesen Menschen bei uns, die diese Bewegung unterstützen, keine Plattform bieten wollen. Und das ist eben bei uns auch der Unterschied zu einem Blog oder zu einem Podcast eben. Das ist eine kleine, kontrollierbare Zielgruppe. Und das hat diverse Vorteile. Man muss ja bei uns sich auch nur mal das Experiment machen, wer ein GameStar Plus-Abo hat, muss er ja einfach nur mal die Kommentare im Plus-Bereich vergleichen mit den Kommentaren im frei verfügbaren Bereich. Wenn du 3,5 Millionen User hast, dann hast du eben User dabei, die deine oder die politisch, nennst du es mal, schwierige Ansichten haben oder die sich im Ton verreiben. Das ist automatisch der Fall. Ne? Aber wenn du eine gewisse Fallzahl hast, hast du eben auch eine Fallzahl an Leuten, die problematisch sind. Und wir wollen, wie gesagt, da diesen Diskussionen bei uns eigentlich keine Plattform bieten. Wir klammern diese Diskussion nicht aus, wir ignorieren sie auch nicht. Wie gesagt, wir haben sie diverse Male aufgegriffen, vor allen Dingen versucht, umfangreich zu beleuchten. Aber es ist nicht in unserem Hauptfokus, so offen will ich auch sein. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich ein bisschen der Meinung bin, dass wir, ja, dieses, wo ich auch so ein bisschen die Redaktion dafür schützen muss. Weil wir haben eben für uns beschlossen, einen sehr intensiven Austausch mit der Community zu haben. Und wenn du dann Artikel machst, wo du ganz genau weißt, die triggern, dann hast du automatisch sehr, sehr viele Kommentare darunter, die dir ganz schön an die Nieren gehen, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst. Und das ist halt auch wirklich ein Stück weit eine Frage, wollen wir uns das wirklich geben? Was bringt uns das eigentlich? Aber das finde ich ganz spannend. Da würde ich nämlich auch mal drauf eingehen, weil du ja gerade meintest, so wird auch entschieden, interessiert das die Leser überhaupt, was da die Maßstäbe sind? Weil das, was du gerade gesagt hast, das trifft auch total auf das zu, was wir machen. Also jedes Mal, wenn wir ein Thema wie eben Gamergate oder jetzt auch das mit Wafra und Kingdom Come behandeln, dann können wir eigentlich die Uhren danach stellen, wann die ersten Kommentare kommen, die uns als SJWs bezeichnen und wo es auch mal ein bisschen härter wird auf YouTube. Und das, obwohl wir relativ klein sind. Aber das passiert halt trotzdem. Also da kann man sich ja total drauf verlassen. Und ich weiß auch, wie demoralisierend das manchmal sein kann, wenn man das so weiß, okay, dann kommt diese Welle und man liest auch nichts anderes mehr. Man hat noch andere Sachen besprochen in dem Podcast, aber die finden dann quasi nicht mehr statt in den Kommentaren. Ich finde es aber trotzdem total wichtig, diese Sachen anzusprechen und zu behandeln, weil die Diskussionen, die daraus entstehen, halt wichtig sind für die Industrie und fände es schade, wenn das ultimativ der Grund ist, weshalb man ein Thema irgendwie beiseite gelassen wird. Nein, das habe ich ja auch gesagt, wir behandeln diese Themen ja auch, also wir ignorieren sie ja nicht, aber es ist nichts, von dem wir sagen, genau, es ist jetzt nichts, von dem wir sagen, das ist jetzt unser täglicher Fokus, sondern weil es gab ja wirklich Leute, die sich im Grunde genommen, als eben diese Akishen-Videos kamen, jedes Mal das Video gemacht haben, ja, weil sie auch wussten, es ist ja auch easy money, sage ich jetzt mal, was Abrufzahlen angeht, ja, weil aber das ist nicht die Art von Journalismus, die eine große Mainstream-Seite wie die GameStar eben machen möchte. So offen bin ich da. Vielleicht mal Probe aufs Exempel, um vielleicht da auch so ein bisschen Verständnis zu wecken, wäre falsch. Ich glaube, wir sind ja in vielerlei Hinsicht auch einer Meinung. Was würdet ihr denn glauben, was der erfolgreichste GameStar-Artikel in den letzten 6 Monaten war? Einer der Rückblicksartikel vielleicht?
Es wäre so schön. Schade. Was glaubst du, Tom? Die waren sehr gut. Ja, waren sie auch. Eine Review wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Dann wird es irgendwas zu GTA 5 wahrscheinlich. FIFA 18 Talente, alle ja, Jungen ja. mit großem Potenzial im Karrieremodus. Da wird sich unser Kollege Mats freuen. Mit weitem Abstand. Ja, ja. Und es ist aber, das ist das Spannende daran ist, es ist einer der Artikel, der hat vielleicht eine Handvoll Kommentare. Ja, ja, aber SEO, ne? Genau, er wird über Google abgerufen und er macht, das klingt jetzt bescheuert, aber er macht viele Menschen glücklich. Ja, weil sehr viele Gamer bekommen dort eine Information, die sie suchen, wo sie sagen, okay, die GameStar hat mir etwas geliefert, was mich interessiert und was ich gerade gesucht habe. Ja, oder es ist für mich eine relevante Information. Ja, ja, da haben wir ja auch unsere Erfahrung mit. Wir haben ja auch ein paar Jahre bei Giga jeweils gearbeitet, Tom noch ein Jahr länger als ich. Und wenn man ins Backend geguckt hat, dann waren die Artikel, mit denen das meiste an Einnahmen reingegangen ist, eigentlich immer irgendein SEO-Artikel, den man vor 3 Jahren mal lustlos nebenbei geschrieben hat. Genau. Und das heißt, wir müssen auch immer so eine Art Spagat hinbekommen aus den Sachen, wo wir sagen, okay, wir bauen uns ein Fundament aus Artikeln, die eben Traffic bringen und wir machen Artikel, die es uns ermöglichen, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Ich meine, wer sich bei uns eben den Paid-Content-Bereich eben anschaut, da gibt es ja wirklich viele, viele Artikel. Das klingt jetzt auch schon wieder so eine Eigenwerbung. Nein, ich bin wirklich überzeugt davon und das ist auch was mir am Herzen liegt, die sehr, sehr in die Tiefe gehen, wo wir sagen, okay, das ist Zeug von dem, wo wir sagen, das ist echt geiler Scheiß und wir lieben solche Artikel zu schreiben. Du musst halt aber immer diesen Spagat hinkriegen, weil letzten Endes geht es dann doch unterm Strich darum, eben das Leben von 50, 60 Leuten zu bezahlen. Ja. Ne? Und da haben wir natürlich auch andere wirtschaftliche Zwänge, als es jetzt einen Blog oder einen Podcast hat. Also wir haben ja unter anderem deswegen, weil dieser Kompromiss für uns zumindest bei Giga zu sehr in die Seite SEO gekippt ist, irgendwann den Schritt gemacht und gesagt, nee, wir machen das jetzt, wir gehen quasi einen Schritt zurück, was so die Größe angeht und machen dann unseren eigenen, unsere eigene Website mit eigenem YouTube-Kanal, eigenen Videos, um halt zu sagen, nee, wir machen quasi nur noch das, was, was wir mit einer Handvoll Leuten funktioniert das auch. Das gibt es ja bei uns auch Beispiele, ne? Die Eck-Kollegen jetzt André Peschke und Jochen Gebauer, die dann auch gesagt haben, wir machen jetzt nicht mehr so klein, machen mit zwei, wieder auf ein Bier, ne? Ist alles okay. Muss jeder für sich auch seinen eigenen Weg finden. Der Punkt, wie gesagt, eben auch, deswegen haben wir uns ja eben auch für den Paid-Content-Weg entschieden. Ja. Ja, und eben wir auch ganz klar gesagt haben, da ist es eben auch ein Luxus und es ist im Übrigen auch ein Vorteil, den wir gegenüber einem Giga haben. Also wir verkaufen ja zum Beispiel noch ein Printmagazin, wo wir, und das ist das eigentlich Coole daran und das, wo man der Community auch nicht dankbar genug für sein kann, wir haben weit über 60% unserer Heftkäufer sind Abonnenten. Ja, das heißt, das ist ja auch nochmal einfach ein Brett, mit dem du arbeiten kannst. Ja, da weißt du, okay, du hast einfach so viele User, die dir jeden Monat, und das kennt ihr ja selbst, einfach Geld geben, weil sie deine Arbeit schätzen. Ja, genau, da geht es viel um Wertschätzung. Und das versuchen wir ja eben auch mit GameStar Plus eben weiter voranzutreiben. Da haben wir auch eine schöne Wechselwirkung zwischen GameStar Plus und dem GameStar Heft natürlich, weil die Artikel ja ähnlich funktionieren, weil die Artikel ja auch für Leute sind, die sich dann auch Zeit nehmen wollen. Das ist eben nicht der kurze Service oder die kurze News, sondern es ist dann eben auch mal ein Text, für den du dir eine Viertelstunde Zeit nehmen musst. Mhm. Na, egal, ob du ihn jetzt online konsumierst oder eben im Heft, mobile wird es eher schwierig. Und da haben wir auch noch 2018, so viel kann ich versprechen, noch sehr, sehr viel vor. Also es ist der Weg, den wir weitergehen werden. Nichtsdestotrotz, eine Seite mit der Größe von GameStar muss eben auch schauen, ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, eben zu gucken, was sind Themen, die Menschen interessieren. Und dieses SEO
Für mich ist das im Übrigen auch kein Schimpfwort, denn für mich ist es, wie gesagt, auch der Job eines Journalisten, über Dinge zu berichten, die die Leute interessieren. Und das war vor 3, 4 Jahren sicherlich mal so, dass man irgendwie, dass das, ich nenne es jetzt mal SEO-Schreiben, sehr mechanisch war. Das hat sich in den letzten Jahren aber stark verändert. Also Google ist viel, viel intelligenter geworden und Google belohnt mittlerweile sehr viel stärker auch guten Journalismus tatsächlich, weil Google zum Beispiel auch überprüft, wie lange bleibt denn der User eigentlich auf der Seite? Mhm. Ja, ist der nur eine 5 Sekunden drauf, weil die Headline Clickbait war und den User verarscht hat? Oder bleibt er 3, 4, 5 Minuten und klickt vielleicht nachher noch weiter? Oh, das muss aber guter Content sein. Ich setze den mal weiter nach oben. Yeah. Und das ist ganz spannend und es macht da tatsächlich, ist für uns einfach auch sehr, sehr schön zu sehen, dass das mittlerweile auch belohnt wird und es sich bei uns eben auch Ergebnisse da gezeigt haben. Ja, unsere Erfahrung basiert ja da auf Sachen von vor 3 oder 4 Jahren, wo wir das aktiv machen mussten und da war es noch ein bisschen anders. Google ist intelligenter geworden, klingt übrigens, finde ich, sehr gefährlich. So ein Horrorfilm. Ja, ist auch, glaube ich, auch ein Horrorfilm. Ich glaube, wir kommen noch dahin. Kann man sicherlich drüber diskutieren, ja. Und das machen wir jetzt, Google Home, das neue Thema. Ich wollte noch mal eine Sache ganz kurz fragen, so rein aus Interesse halber. Vielleicht habe ich es übersehen auf eurem YouTube-Kanal, aber ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass euer Video zu dem Thema hier mit Wavra, ob die Games da nicht politisch genug ist, nicht auf YouTube ist? Ja, das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Das hatte damit zu tun, dass ich, das ist zum einen, es war ein Video, das an die GameStar-Community gerichtet war. Das war sehr intern, das war sehr so ein bisschen aus der Seele gesprochen und so ein bisschen, ja, so, es klingt ein bisschen bescheuert, so von Herzen, aber das war so bin ich halt, ja, und das wollte ich, ich wollte mit der GameStar Startseiten-Community sprechen, ja, mit den Leuten, die noch www.gamestar.de in den Browser eingeben. Das war so meine Zielgruppe. Ja, weiß nicht, ob so will ich das gar nicht werten. Also wir schätzen unsere Community auf allen Plattformen. Das Interessante ist nur, dass sich die Communities, das ist vielleicht auch mal so ein Blick hinter die Kulissen, der ganz interessant ist, die unterscheidet, also es gibt nicht die GameStar-Community, die unterscheidet sich auch von Plattform zu Plattform, ja. Du hast häufig auf YouTube, wenn du dir da die Kommentare anschaust, die kennen mich teilweise gar nicht, ja, sondern YouTube funktioniert da anders, ja, während ich natürlich bei GameStar.de ein verhältnismäßig bekanntes Gesicht habe, weil ich halt einfach so ewig dabei bin und wir dann eine große Stamm-Community haben. Aber eben auf YouTube ist es halt so, das wird da halt irgendwie hochgespült in den Videos und dann klicken sie halt drauf. Ne? Mhm. Oder klar haben wir auch sehr viele Abonnenten, das sind ja klar, müssen jetzt demnächst die Millionen knacken, aber das ist eine andere Community. Facebook ist wieder anders, total interessant. Wir hatten jetzt ja die GameStars-Wahlen. Und da war bei größter Fail halt EA ganz vorne, mit den Entscheidungen auf Platz 1, die sie getroffen haben. Also, sie haben sich einiges nicht ganz glücklich gelöst dieses Jahr, um es mal, kann man so sagen, ja, vorsichtig zu formulieren. Auf Platz 2 waren dann eben die Lootboxen oder die Lootbox-Diskussion. Und auf Facebook sehen zum Beispiel die User Battlefront 2 1000-mal positiver als auf GameStar.de. Und auf GamePro Facebook sehen sie es nochmal positiver. Weil einfach andere Altersstruktur, andere soziale Struktur, andere Interessengebiete, anderer Geschmack. Also wir haben da schon immer auch die Herausforderung, so ein bisschen da diesen Spagat hinzukriegen. Und deswegen war es tatsächlich eine bewusste Entscheidung, eben das zu tun. Und ein anderer Grund, so ehrlich will ich auch sein, ich meine, die Artikel sind irgendwie gegen 10 Uhr abends live gegangen. Und wir können auch nur Menschen und irgendwann hört die Fähigkeit zu moderieren auch auf. Und uns war klar, wenn wir das Ding jetzt auf YouTube rausblasen parallel, dann findet von uns keiner mehr Schlaf und wir waren da ohnehin schon ziemlich überarbeitet. Und ein dritter Grund, so ehrlich will ich auch sein, mein Job ist es natürlich auch aufs Markenimage zu achten. Ja, und ich weiß ganz genau, was für Leute und für Kommentare ich trigger mit so einem Video. Und es ist
scheiße für die Marke GameStar, wenn ein Video von uns im Match steht, unter dem es hunderte von Hasskommentaren gibt. Das finde ich, ja, find ich super Moderation interessant. Moderation ist ja auf... Mach du mal zuerst, sorry. Tom. Nee, ich hätte jetzt nur noch eingeworfen, Moderation auf GameStar.de ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter als auf YouTube auf der eigenen Seite. Schwierig, ist es schwierig genug. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr mal gezählt habt, wie viele Kommentare es unter dem Kingdom Come also, mal gerade, wo wir stehen. Als ich den Quantic Dream Artikel gesehen habe, habe ich ja auch gesehen, dass da moderiert wurde, diverse Kommentare entfernt, weil sie den Richtlinien nicht entsprochen haben. Genau, wir sind mittlerweile bei 41 Kommentarseiten, mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja, 41 mal 18. Das kann, das ist unmöglich auszurechnen. Das wollen wir hier gar nicht erst versuchen. Wir sind Journalisten geworden, so, wenn ich rechne. Ja, wir sind den Zahlen möglichst weit ausgewichen mit voller Absicht. Du sprichst aber was wahnsinnig Interessantes an, was, womit ich mich sehr identifizieren kann und Tom glaube ich auch, weil auch einer der Mitgründe, warum wir Hook damals gegründet haben, war auch Kommentarkultur. Bei Giga einen Artikel zu schreiben und einen Podcast zu machen, da musste man sich auf eine gewisse Art von Kommentaren einstellen, einfach auch, weil man so viele Leute erreicht hat. Und du sagst schon, ich würde es noch ein bisschen härter formulieren, wenn man die 100.000 Leute erreicht, dann sind statistisch gesehen verdammt viele Arschlöcher dabei, die vermutlich alle kommentieren werden. Und sich damit halt tagtäglich auseinanderzusetzen, ist wahnsinnig anstrengend. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Unser Schluss war dann im Grunde, hey, vielleicht kann man ja eine andere Art von Content machen, spezifisch für die Leute, die den auch sehen wollen und muss nicht all die anderen mitnehmen, die den nicht sehen wollen. Was ich da jetzt interessant finde, ist, denn die Begründung, die hört sich halt so ein bisschen wie ist das deutsche Wort dafür? Im Englischen würde man sagen Defeatist, also dass man so ein bisschen sagt, die Reaktion auf diese Art von Artikeln ist so scheiße von so vielen Leuten, die uns dann attackieren, dass wir es gar nicht mehr versuchen, obwohl wir es vielleicht auch wollen würden. Also das weiß ich jetzt nicht, wie da die Einstellung ist. Hast du mal geschaut, wie viele große deutsche Tageszeitungen mittlerweile noch Kommentare erlauben auf ihren Homepages? Nicht mehr viele, ja. Also wäre das ein Schritt für euch? Und die GameStar noch ist größer von den Abrufzahlen als viele dieser Zeitungen. Ja. Also ich würde sogar behaupten, dass wir noch, ich sag's mal so, eine der letzten Bastionen mit Millionen Usern sind, die eben noch versuchen, Kommentarkultur zu bewahren in irgendeiner Form. Mhm. Aber ist es nicht schade, wenn man, um diese Kommentarkultur zu bewahren, Themen ausweichen muss? Das hört sich halt so ein bisschen so an. Mhm. Ja, natürlich hört es sich so an. Nein, es ist ja auch eine bewusste redaktionelle Entscheidung. Also es soll jetzt auch nicht so klingen, als hätten wir Angst vor diesen Themen. Das haben wir nicht, sonst würden wir sie ja komplett weglassen, ja, was wir nicht tun. Wir sagen nur auch ganz offen, die GameStar ist kein politisches Magazin. Die GameStar ist kein Magazin für Spielekultur. Ja? Ich bin ein Riesenfan gewesen von der G. Ich finde großartig, was der Kollege Christian Schiffer mit WASD macht. Ja. Es ist aber nichts, was die GameStar macht. Die GameStar hat einen anderen Fokus. Die GameStar ist Deutschlands größte Spiele-Website für Core-Gamer. Uns geht es um Kaufberatung, uns geht es um Service. Und jetzt kann man sagen, ja, aber ihr müsst euch doch eurer politischen Verantwortung bewusst sein. Sind wir uns auch, wenn ein Spiel aus unserer Sicht eine politische Aussage hat oder eine Aussage tätigt, die wir nicht unterstützen, konkretes Beispiel war etwa Hatred, dann thematisieren wir das auch. Und das haben wir im Übrigen auch schon in 20 Jahren immer mal wieder getan. Bei Kingdom Come, um das andere konkrete Beispiel zu nehmen, können wir es einfach noch nicht abschließend beurteilen. Wir haben ja sehr deutlich gesagt, was wir machen werden auch, wenn wir die Testversion haben. Nämlich wir werden das mit Historikern eben auch, von Historikern checken lassen. Und uns das schon anschauen. Aber im Mittelpunkt steht für uns immer, ist es ein geiles Spiel? Das ist unser Job. Wir wollen den Leuten sagen, ist es ein geiles Spiel? Und wie wird es für euch noch geiler? Um es jetzt mal total platt zu sagen. Das ist unser redaktioneller Antrieb. Unser redaktioneller Antrieb ist nicht, und ich meine es überhaupt nicht abwertend, ist, wie politisch ist dieses Spiel? Verfolgt das Spiel eine politische Agenda? Wenn es ein Spiel schafft, uns auf diese Art und Weise zu berühren, dann feiern wir das auch angemessen ab, wie wir es jetzt, keine Ahnung, bei Hellblade gemacht haben, was jetzt nicht Politik war, aber was ja auch ein schwieriges Thema eben bedient hat, oder auch sowas wie Papers, Please, oder wir haben viele dieser, oder What Remains of Edith Finch, ja,
Wir versuchen solchen Spielen eben auch bei uns ein starkes Gewicht zu geben und eben auch ja, Spiele als Kultur zu würdigen und auch weiter voranzubringen. Aber unser Hauptjob ist es nach wie vor, den Leuten draußen dabei zu helfen, wie sie das Beste oder das Meiste aus ihrem Lieblingshobby rausholen. Das ist aber schon ein schön klares Statement. Also einfach, dass man sich nicht für Spielekultur einsetzt, sondern halt bei Spielen dabei ist. Das bricht das für mich. Nee, das eine schließt das andere nicht zwangsläufig aus, aber wie gesagt, wenn uns sowas mal auffällt oder wir sagen, wir haben da eine schöne Geschichte, die es zu erzählen gibt, oder deswegen haben wir ja sowas wie GameStar Plus, ja, oder wir bedienen eben diese Themen oder versuchen auch immer wieder, einer meiner Lieblingsartikel aus dem letzten Jahr war zum Beispiel wie die Computerspiele-Entwicklerszene in der DDR. Wie war das eigentlich? Also gibt es eine fantastische Reportage, die da die Kollegen geschrieben haben. Komplett nicht. Und das ist ja Spielekultur. Mhm. Ja, oder eben, also wir bedienen diese Themen, wir versuchen es immer wieder zu machen, aber es hat einen anderen Ansatz. Ja, einer der erfolgreichsten, finde ich, auch coolsten Artikel, die da passiert sind, auch kann ich alles sagen, weil ich die nicht selber geschrieben habe oder zu verantworten habe, war zum Beispiel auch die Geschichte der Echtzeitstrategie. Ja, was ist da? Das sind so auch Retro-Themen immer wieder vorzugraben. Neulich hat der Harald Frenkel, finde ich, einen sehr, sehr rührigen Erinnerungsartikel bei uns veröffentlicht über den C64, ja, und wie er damit aufgewachsen ist. Das ist doch auch alle Spielkultur in dem Sinne. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, oder um es anders zu formulieren, wir haben jetzt, es ist ein großes Mainstream-Magazin. Ja, wir haben einen Qualitätsanspruch, wir versuchen den bestmöglichen journalistischen Job zu machen, aber wir sind kein Kulturmagazin und wir sind kein Politikmagazin, wir sind ein Spielemagazin. Kultur und Politik lassen sich dabei nicht immer ausklammern, das kommt immer mal wieder rein, aber der Fokus ist für uns, wie ich schon jetzt häufiger gesagt habe, was sind die geilsten Spiele und wie habt ihr am meisten Spaß damit? Tom, ich habe dich gerade unterbrochen. Ja, genau. Ich wollte nur noch mal darauf eingehen, weil du es ja vorhin schon mal kurz angerissen hattest, Heiko, und das ja auch in dem Video beim Baba-Artikel mit dabei war, wie das da innerhalb des Teams aussieht, ob es da auch schon Gespräche gibt, wo Leute das vielleicht ein bisschen intensiver wollen, diese politischen Themen. Wie wird es denn bei euch intern besprochen, wenn sowas mal aufkommt? Ja, letzten Endes geht es dann darum, also es gibt da immer zwei Möglichkeiten. Ne? Also wir haben selbstverständlich die Möglichkeit, bei uns politische Themen zu bedienen. Wie gesagt, wir haben uns dem Thema Gamergate sehr intensiv gewidmet. Das Thema mit Spielen in der DDR oder Spiele in der DDR ist in dem Sinne auch politisch. Also es kommt schon immer mal wieder vor. Und oder man führt mal ein Interview zu dem Thema. Datenschutz in Spielen haben wir uns im November sehr intensiv beschäftigt. 20 Jahre Computerspielmuseum. Oder wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Videospielabhängigkeit beschäftigt. Also wir klammern diese Themen ja nicht aus. So ist es nicht. Es gibt immer mehrere Ansätze. Entweder das Spiel ist politisch und es gibt dazu eine Geschichte. Wie gesagt, klassisches Beispiel ist eben Papers, Please. Dann wird das natürlich auch im Test entsprechend thematisiert und aufgegriffen. Das ist das eine. Und wo es bei uns eben auch immer die Möglichkeit gibt, Meinungen eben auch oder auch Einzelmeinungen von Redakteuren letzten Endes auch kundzutun. Vielleicht kriegen wir dann so auch den Bogen gespannt zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, ist das Thema, wie äußere ich Kritik oder wie bringt man auch eine politische Botschaft und eine kulturelle Botschaft rein. Dann gibt es bei uns immer die Möglichkeit, dies in Kolumnenform zu tun. Ne? Wo es dann so ist, es ist nicht die Meinung der Redaktion, sondern es ist die Meinung eines Redakteurs. Ja. Und dann haben wir immer wieder politische Themen auch gehabt. Also einer der, glaube ich, meist gehassten Artikel, die wir jemals, meist kritisierten Artikel, die wir jemals veröffentlicht hatten, war seinerzeit
zu Hatred. Da hat, glaube ich, mein geschätzter Ex-Kollege und jetziger Auf ein Bier-Podcaster André Peschke seinerzeit geschrieben. Ich schaue gerade mal, wie hieß der Artikel? Ich gehe nur kurz auf die Produktseite, damit ich die Headline wieder richtig zusammenkriege. So praktisch, wenn man direkt am Rechner podcastet. Ja, ich muss gerade dank unseres hervor. Ich sitze gerade tatsächlich auf dem Boden. Ich könnte auch auf der Couch sitzen, aber irgendwie bin ich gerade eher auf dem Boden sitzen, Laune. Ja, ich weiß es nicht, Tom, hinterfrag es nicht. Das finde ich tatsächlich natürlich nicht. Es war auf jeden Fall letzten Endes. Ah, genau. Die Headline war zu Hatred ein Spiel für Loser. Kam spitzenmäßig an. 353 Kommentare. Ja. Und also das gibt's, aber es war eben eine persönliche Kolumne. Oder ich denke, wir haben uns auch sehr, sehr kritisch mit dem Thema Lootboxen zum Beispiel auseinandergesetzt oder auch mit diversen kulturellen Themen oder auch politischen Themen. Ich meine, ich bin ja selber das beste Beispiel, wie man auch für Branchenskandale sorgt, indem ich seinerzeit unter viel Getöse und auch weil sogar die Bild-Zeitung drüber berichte aus Protest eben aus der Jury des Deutschen Computerspielpreises ausgetreten bin. Ja. Ne? Es ist nicht so, dass wir nicht politisch sind, aber dann ist es eben, und dann war es aber auch eine persönliche Entscheidung von mir, die ich persönlich begründet habe, auch in Videoform. Wie hast du das eigentlich? Und es war jetzt nicht, die GameStar ist gegen den Deutschen Computerspielpreis. Hast du damals dann mit allen Beteiligten vorher das ausführlich besprochen oder wie bist du das damals angegangen? Nein. Also natürlich habe ich natürlich ein bisschen auch den Luxus als Chefredakteur da. Also ich meine jetzt, Entschuldigung, ich habe die Frage, glaube ich, falsch formuliert. Ja. Ich meine jetzt mit Beteiligten nicht GameStar-Redakteure, sondern ich meine damit die Empfänger der Kritik, sag ich mal. Also hast du quasi, bevor du dieses öffentliche Statement abgegeben hast oder den Rücktritt angekündigt hast, natürlich hast du denen vorher Bescheid gesagt, gehe ich mal davon aus, dass du ihnen das nicht über ein GameStar-Video mitgeteilt hast. Genau. Ich habe auch, also ich habe ihnen seinerzeit sogar eine mehrwöchige Frist gesetzt und wir haben ihnen Fragen gestellt, eben weil es der Anlass meines Austritts war seinerzeit ja eine Veränderung am Regelwerk. Und vor allen Dingen eine Veränderung am Regelwerk, die am Tag der Jury-Sitzung kommuniziert wurde, ohne die Jury vorher zu informieren. Und das fand ich einfach respektlos. Und wie gesagt, der André Peschke und ich waren uns seinerzeit eben auch einig. Und wir haben eben das im Vorfeld angekündigt. Wir haben Bescheid gegeben und gesagt, hey, wollen wir noch irgendwie drüber reden oder so? An diesem Tag werden wir das kommunizieren, dass wir bei, wenn das so bleibt, nicht mehr mitspielen. Mhm. Also ja, selbstverständlich haben wir das davor eben die Kollegen informiert, beziehungsweise da die Jury-Verantwortlichen. Ich finde dieses ganze Thema so wahnsinnig spannend, weil wie du sagtest, GameStar ist so zwei Dinge gleichzeitig. GameStar ist A halt einfach dieses riesige Spielemagazin, das in vielen Belangen auch Stichwortgeber ist und irgendwie dann auch diese Marke ist, ne? Die Marke GameStar, die Marke GameStar sagt. Gleichzeitig habt ihr aber auch sehr viel personenbezogenen Content und wirklich, also du weißt halt, wer Michael Graf ist, du weißt, wer Klinge ist, du weißt, wer Michael Obermeier ist. Und ich glaube, das halt in Einklang zu bringen miteinander, dass man einerseits sagt, hier gibt es persönliche Stimmen, die zu Wort kommen, die man auch voneinander unterscheiden kann. Man weiß, was Michael mag, man weiß, was Heiko mag. Dass man das auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite aber auch hat. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Marke GameStar, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, das ist eine tägliche Diskussion. Ja, und ich meine, das beste Beispiel für sowas ist ja der Test. Ne? Also wir bemühen uns immer, als Marke GameStar auf eine Entscheidung zu kommen. Das ist die unserer Meinung nach richtige Wertung. Ja, das ist das unserer Meinung nach richtige Fazit. Und dann ordnen wir eben das Spiel ein, auch im historischen GameStar-Kontext. Was haben wir vergleichbaren Spielen gegeben? Ja, wie hat sich das Genre in den letzten Jahren entwickelt? Wie lässt es sich ins Wertungssystem einordnen? Ja, wer ist unsere Zielgruppe? Ja, wir hatten eine große Diskussion zum Thema Elex, das wir im Vergleich sehr wohlwollend mit vielen anderen Medien sehr wohlwollend bewertet haben. Es war aber eine sehr bewusste Entscheidung, weil wir schon seinerzeit wussten, unsere Community, unsere Zielgruppe liebt dieses Spiel. Ja. Und man sieht es ja auch, das Ding hat jetzt, ist ja bei den GameStars-Wahlen zum besten Rollenspiel auf Platz 2 gelandet, hinter Divinity Original Sin 2. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann aber, dass wir versuchen, Einzelmeinungen und unterschiedliche Meinungen sichtbar zu machen.
indem wir dann zum Beispiel gerade bei, zumindest bei großen Spielen, großen Themen, versuchen, die unterschiedlichen Meinungen eben auch zum Beispiel mit über Meinungskästen auch zu repräsentieren, die eben auch mal sagen, hey, ich find's geil, und der andere sagt, ich find's scheiße. No? Sodass man sich dann auch wieder ermöglicht, sich dem Leser ermöglicht, sich da auch ein bisschen irgendwo einzuordnen und die Argumente gegeneinander abzuwägen. Und es ist auch sogar schon mal vorgekommen, dass es total krass war. Das war nämlich beim Spiel Battleborn. Was für ein Spiel? Das gab es doch nie, das hast du doch gerade erfunden. Nee, es war sogar für ja, 2K seinerzeit ein sehr wichtiger Titel. Ja, ne? Also, aber das ist so schnell auf der Industrie wieder verschwunden. Hero-Shooter. Genau, ein Hero-Shooter von Gearbox, wo ich in der Redaktion total konträre Meinungen hatte. Ja, die eine Hälfte hat gesagt, Gottes Willen, was für ein überladener Scheiß. Das ist mit gutem Willen eine 60er-Wertung. Ja, weil echt, das kostet so viel Kraft und Energie und es macht nicht wirklich Spaß. Und auf der anderen Hälfte hatte ich Redakteure, die gesagt haben, jawohl, ja, endlich mal nicht so ein Casual-Quatsch wie Overwatch, sondern mal einen Hero-Shooter, der wirklich auch tief ist, wo wirklich echt richtig viel drinsteckt, wo man sich so richtig schön reinwühlen muss, ja, wie wir es ja auch bei Rollenspielen gerne haben oder wissen, dass unsere User das gern haben. Und wir wussten, wir können diesem Spiel in dem Sinne keine richtige Wertung geben, weil die Schnittwertung wird dann im 70er-Bereich sein. So ist ein guter Shooter. Ja? Aber wir wussten ganz genau, dass diese 70er-Wertung für die eine Hälfte der Community wahrscheinlich zu niedrig sein wird und für die andere Hälfte viel zu hoch. Also haben wir den Test so geschrieben, dass wir eben genau diesen Konflikt offengelegt haben und dann im Grunde genommen diese zwei krass voneinander abweichenden Analysen oder Tests des Titels beide veröffentlicht haben und dann eben auch dem User dann die Entscheidung überlassen haben. So, das sind die Argumente. Wir selbst müssen jetzt auf Basis dieser Argumente, weil wir die eine Hälfte der Redaktion finden es total geil, die andere Hälfte finden es bestenfalls mittelmäßig, müssen wir einen Schnitt bilden, aber uns ist klar, dass es euch nicht glücklich macht, also schaut, ob ihr euch eher dieser einen Seite zu sortiert oder eher der anderen. Aber das war wirklich ein Extremfall. In der Regel wären wir uns einig, was nicht ausschließt, dass wir nicht auch da mal daneben langen. Ich würde da ganz kurz nochmal nachfragen wollen. Sorry, Tom, ganz kurz. Es geht auch voll am Thema vorbei. Ich hoffe, das ist okay. Und wir wollen auch langsam zum Ende eigentlich kommen, aber ich muss da trotzdem noch mal kurz nachfragen. Bei meinem Elix-Test, ich war da tatsächlich ziemlich genau bei euch auch bei. Ich fand das Spiel auch hervorragend. Aber das finde ich sehr interessant. Also ist bei euch bei der Bewertung oder der Benotung tatsächlich die Erwartungshaltung ein Faktor, dass ihr die dementsprechend anders gestaltet, dass ihr andere Redakteure dran setzt? Die erste Frage, die ich meistens, wenn wir durch einem Redakteur stelle, wenn wir einen großen Test vorbereiten, ist, für wen schreibst du diesen Artikel? Mhm. Da möchte ich, dass der Redakteur drüber nachdenkt. Wer ist die Zielgruppe deines Artikels? Aber sagst du dann damit, gib denen das, was die wollen? Nein, sondern versetz dich in die Lage dieses Lesers. Wir schreiben ja nicht für uns. Wir sind keine, oder zumindest meine persönliche Überzeugung, wir sind keine selbstverliebten Autoren, die um der geilen Formulierung willen irgendwo was zusammendengeln. Nee, wir wollen dem Leser dieses Tests die bestmögliche Kaufentscheidung liefern. Und dann müssen wir uns überlegen, das muss die allererste Frage sein, wer ist denn in diesem Fall der Leser dieses Tests und welche Analyse und welche Argumente erwartet er von uns? Und welches Fazit oder was sind die Punkte, die ihn interessieren? Und wir wissen einfach bei Elix auf Basis der Kommentare, auf Basis des Feedbacks, auf Basis auch der Abrufzahlen, die Leute, die das bei uns lesen, sind in erster Linie User, die mit dem Werk von Piranha Bytes sehr vertraut sind. Die wissen, wer das ist und die auch eine gewisse Beziehung zu Piranha Bytes haben. Ja? Wir wollen alle eine Beziehung zu Björn haben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Nee, ich ehrlich gesagt nicht. Ich mache ihn sehr gern, aber nein. Nein, aber der Punkt ist,
Wir wussten, wir schreiben diesen Artikel für Leute, die eine Einordnung im Kontext der Piranha-Bytes-Historie von uns erwarten. Ja? Wie ist es im Vergleich zu der Risen-Serie? Wie viel Gothic steckt drin? Wie schaut es aus mit den Piranha-Bytes-typischen Tugenden und Schwächen? Wenn du dir deinen Artikel anschaust, wirst du genau diese Fragen beantwortet bekommen, weil der Dimi da wirklich einen Hammerjob gemacht hat. Anderes Beispiel, Mass Effect Andromeda. Wer war da unsere Zielgruppe? Und welche Frage wollten wir da beantworten? Da war tatsächlich die Frage, auch da, wir wissen sehr genau, wir müssen da nicht nochmal bei Null anfangen, sondern unsere Leser erwartet dann von uns einen Vergleich zu vorherigen Mass Effect-Titeln. Ja, wie ordnet es sich ein? Hat das funktioniert, das Gefühl von Mass Effect in ein anderes Universum zu transportieren? Na, und dann wiederum hast du Spiele, wo du vielleicht anders anfangen musst, ja, oder wo du andere Dinge erklären musst. Und das ist immer das allererste, was wir uns fragen. Okay. Weil, um vielleicht dann doch noch zum Thema Kritik zu kommen, ich finde, es ist einfach auch eine Sache der Fairness ist, dass das Ding nicht, dass ein Kritiker und selbst Quad Job sind wir ja Kritiker, oder zumindest zu einem großen Teil, oder wenn wir halt ein Spiel testen, eben nicht so sich so selbstgefällig ist. Gibt ja diesen Pixar-Film mit der Ratte, da gibt es ja, das finde ich sehr schön zitiert und mir fällt es gerade Ratatouille. mit, was eigentlich, was der Sinn von Kritik eigentlich sein sollte. Sondern ja, ein Kritiker sollte dazu beitragen, eben, dass das, was er liebt, besser zu machen. Und in dem Fall eben Computerspiele. Und vor allen Dingen, er sollte nicht für sich selbst schreiben, sondern er sollte für diejenigen schreiben, die das Interesse an dieser Kritik eben haben. Das finde ich wahnsinnig interessant. Also, das ist wirklich ein völlig anderes Thema. Da muss ich, also Heiko, wenn das okay ist, wir hängen noch eine Stunde dran. Wir machen jetzt das andere Thema. Oh je. nein, aber das deswegen da hätte ich jetzt so viele Sachen, die ich da noch gerne fragen und darauf antworten würde. Aber das sparen wir uns vielleicht mal für ein andermal auf. Und Tom wollte ja gerade auch noch was Okay. sagen. Du Bitte? wolltest ja gerade auch noch was Was ging es sagen. ja? Eigentlich sollte das Thema ja, wie übt man richtig Kritik sein, wenn ich mich richtig Ja, genau. entsinne? Also eine Kritik, die man ausüben könnte, ist, dass Und wir bei halt unserer Politik. Themenspezifizierung nicht die allerbesten sind. Aber ich meine, wenn du halt super interessante Sachen sagst und die in eine andere Richtung gehen, dann ist ja trotzdem allen gedient, ne? Okay. Da bin ich ja Ja, beruhigt. alles super. Entschuldigung. Das ist einfach ein Thema, das mich einfach sehr, natürlich sehr bewegt und interessiert und dann neige ich auch ein wenig zum Nee, ist Spaß. ja Es tut mir wirklich. Wir leid. würden dich unterbrechen, wenn wir gelangweilt wären. Gut. Tom? Ich würde vielleicht noch eine Sache klären, weil ich weiß, dass sie in den Kommentaren immer aufkommt, wenn man über so Sachen wie jetzt Äußerungen von Entwicklern eingeht, kommt, weil zum einen geht es ja dann immer in diese Kunst-Künstler-Debatte, also Kunst vom Künstler trennen und sowas. Und weil ich diese Frage jetzt schon mehrmals gelesen habe, soll man dann jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Spiel angekündigt wird, erstmal einen Personenscan machen, um zu schauen, okay, was hat denn dieser Mensch alles schon gesagt und so? Nur um das nochmal klarzustellen, nein, um Gottes Willen nicht. Genauso wie ja man nicht das komplette Entwicklerteam dahinter beleuchten soll oder so. Es geht ja dann nur darum, dass wenn so etwas mal an die Öffentlichkeit gelangt, in einem etwas großen Stil, dass diese Information weitergeleitet wird. Das ist jetzt eher ein Vorgreifen von YouTube-Kommentaren, die eventuell kommen könnten. Ja, das stimmt. Genau, Okay. genau wie auch, dass wir natürlich niemals zu einem Boykott dieses Spieles aufrufen wollten oder sonst irgendwas, sondern Nee. es immer um uns und nur um eine Meinungsbildung ging. Ja, ich glaube, wir könnten dann aber auch langsam zum Ende kommen. Es gibt noch eine Sache, ich muss etwas gestehen. Ich habe gelogen, als ich euch gesagt habe, warum ich diesen Podcast machen will. Ich hatte einen anderen Grund. Und zwar, Heiko, ich habe mir Ende letzten Jahres eine GameStar gekauft. Und zwar die Jubiläumsausgabe, in der Elex Richtig. getestet wurde. Und war begeistert. Ich habe mir diesen Test mit voller Freude durchgelesen und ich habe da gerade selbst angefangen, das Spiel zu spielen, meine Preview-Version. Und dann habe ich die DVD eingeworfen, Heiko. Und dann habe ich weinend und voller Trauer feststellen müssen, dass auf der Jubiläumsausgabe der Elex-Heftes kein Elex-Test drauf war, sondern der zwischen hinter GameStar Plus im Internet war. Und weißt du, was ich dann gemacht habe, Heiko? Ich war wütend und habe mir natürlich GameStar Plus geholt. Aber ich wollte hier nur einmal das öffentlich Siehst du, alles richtig ankreiden. gemacht. Also eure Ich wollte Taktik gerade hat sagen. absolut funktioniert. Aber Nein. ich wollte Weißt du denn, einmal woran es sagen, liegt? Mann, oh Mann, da war ich ganz schön traurig. Ja, genau. Weißt du denn, woran es liegt? Nee, Kannst du das ich vorstellen? vermute mal, es war zu spät für die Abnahme, oder? Nee, also der Punkt ist schlicht, dass die DVD-Produktion einfach 3 Wochen vor Heftschluss liegt.
Ja, weil die muss separat in einem Presswerk gepresst werden, die muss dann noch verschifft werden oder beziehungsweise geliefert werden, die muss eingeklebt werden in die Hefte, du hast einfach ein Fifi und sie muss auch freigegeben werden im Übrigen von der USK, ja, weil wir ja USK-Mitglied sind. Sprich, du hast einen viel, viel längeren Produktionsprozess als letzten Endes für einen gedruckten Artikel. Das ist einfach der Grund, weshalb bei uns Testvideos dann häufig erst nachgeliefert werden, weil in der Ausgabe drauf, wenn du Heftabonnent wärst, dann hättest du eben auch das Dammit! Testvideo gesehen. Dammit! Hätte ich mal Geld gespart. Ach, naja. Dann muss ich mir wohl die nächste Ausgabe dann nochmal kaufen, um dann zu sehen, was da ist. Ihr kriegt mich. So kriegt man euch in den Gamester Teufelskreis. Ich bin schon voll drin. Naja. Sehr gut. Super. Also, man muss auch sagen, vielen, vielen Dank, Heiko, fürs Vorbeikommen. Ist nach Feierabend, nach deinem normalen Arbeitstag, dass du dich jetzt noch hier mit uns zusammengesessen hast. Das war, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. War sehr aufschlussreich. Genau, wo ich finde, es auch einfach mal wichtig ist, dass man deutlich, dass ich deutlich machen wollte, Kritik zu üben, auch wenn sie hart ist und auch wenn dann einige Leute glauben sollten, dass sie zu hart ist, was ich auch nachvollziehen kann, heißt für mich nicht und auch für Tom nicht und ich glaube auch für dich nicht, dass man irgendwie eine inhärente Antipathie gegenüber der anderen Partei irgendwie verspürt. Und ich finde, das ist eigentlich sogar ein wahnsinniges, wichtiges Ding, dass gerade bei Magazinen und Leuten, die man respektiert und mag, das durchaus auch Okay. zu Also, präsentieren. um das vielleicht auch nochmal klarzustellen aus meiner Ja, Sicht, bitte. also auch woran ich mich persönlich gestört habe, was einfach auch meine persönliche Überzeugung bin. Ich bin so ein großer Verfechter der Philosophie, dass man andere so behandeln soll, wie man selbst gern behandelt werden möchte. Das heißt, wer wie die GameStar sein Geld damit verdient, andere zu kritisieren. Oder Teil seines Geldes damit verdient. Ne, weil es ist schlicht so, Ja, ne? nee, das ist Tests sind schon auch schon nach hauptsächlich das, was wir machen, ja. so. Der muss damit klarkommen, kritisiert zu werden. Der muss auch damit klarkommen, hart kritisiert zu werden. Der Punkt ist halt eben nur, dass ich immer der Meinung bin, dass zumindest auch innerhalb der Branche und auch unter Journalistenkollegen es so sein sollte, dass man, weil man gerade auch weiß, wie man manchmal von Usern kritisiert wird, dass man sich zumindest untereinander so kritisieren sollte, wie man selbst kritisiert werden möchte. Das ist einfach so der Aspekt, um den es mir letzten Endes ging. Ich habe da vielleicht auch noch mal ganz kurz, um das zu verdeutlichen, eine Geschichte auch aus dem Nähkästchen zu erzählen. Ich bin vor ein paar Jahren mal doch relativ hart mit dem Geschäftsführer von Dedelic aneinander geraten. Was? Jemand ist mit dem Geschäftsführer von Zedelic aneinander geraten? Das kann ich nicht Ich glauben. zumindest, genau. Und muss aber auch dazu sagen, das Thema ist längst vom Tisch und ich komme mit ihm eigentlich auch gut klar, weil mir ist es lieber, wenn mir jemand direkt ins Gesicht sagt, was ihn stört, als wenn das hinterm Rücken passiert. Der Punkt war, was passiert war, da dass eben. Das passiert mir natürlich ständig, dass jemand mit einer Wertung nicht einverstanden ist oder sich beschwert, dass er von uns nicht gecovert wird und dass wir nicht über sein Spiel Ich berichten. erinnere mich sogar Der dran, ja. Punkt, genau, und das ist völlig in Ordnung, ist völlig okay. Jeder darf schreiben, die GameStar ist doof, sie berichtet nicht über mein Spiel oder die GameStar hat keine Ahnung, sie gibt meinem Spiel nur eine 50 oder eine 60 oder was auch immer. In dem Fall ist aber passiert, dass ich markiert wurde auf Facebook. Was natürlich in meinem Fall bedeutet, dass ganz, ganz viele User und auch die gesamte Branche im Grunde genommen auf diesen Thread aufmerksam gemacht wurden. Und das ist einfach etwas, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Man nutzt nicht eine andere Person als PR- oder Marketing-Vehikel, ne, um einen künstlichen Skandal in irgendeiner Form heraufzubeschwören. Das ist mal so ein anderes Beispiel. Ich sage, hey, kritisiert mich, sagt die GameStar scheiße, alles okay, aber nutzt nicht mich oder die Marke GameStar, um andere Redaktionen unter Druck zu setzen. Weil das ist in dem Fall nämlich tatsächlich passiert. Dadurch, dass dann diese Diskussion dort plötzlich passierte und es ist dann wirklich passiert, dass dann eben andere Redaktionen dann plötzlich Review-Keys angefordert haben. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich Kritik einfach angemessen finde.
Was meinst du, wie dass du Reviews ich kann das jetzt so erzählen, weil das Thema habe ich auch so selbst mit ihm schon ausdiskutiert und wir sind auch wieder cool miteinander. Ich bin auch alles andere als nachtragend. Aber das ist genau das, ne? Weil niemand möchte gern ungefragt auf Facebook markiert werden und irgendwo anders reingezogen werden. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, also ich habe dich jetzt ja, da habe ich mich auch sofort für entschuldigt, als ich dich auf Facebook angeschrieben habe, weil ich da auch sehe, das ist vor allen Dingen eine private Sache. Was ich halt zum Beispiel, was ich jetzt nicht gemacht hätte, ist das konkret Dimitri vorzuwerfen, weil er hat ja, glaube ich, vor allen Dingen die Kingdom Come-Artikel geschrieben. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich vor allen Dingen war, aber ich meine, viele Artikel kamen von ihm dazu. Also für mich war es halt auch so eher so ein Ding, das Problem ist hier nicht einzelne Personen, sondern das Problem scheint hier eher zu sein, dass deine Institution an sich hier auf eine Art und Weise damit umgeht, wie ich das nicht okay finde. Und das habe ich dann halt öffentlich gemacht. Aber ich kann absolut, also ich habe mich auch durchaus in die Position gebracht, wo ich mir dachte, okay, wie ist das, wenn ich das jetzt zu hören bekomme? Und wäre ich auch nicht happy drüber gewesen. Und ich hätte vermutlich nicht so entspannt reagiert wie ihr erstmal. Ich hätte erstmal auch wahrscheinlich gegengefeuert. Also ich kann das schon auf beiden Seiten verstehen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass man sich danach dann auch noch zusammensetzen kann und vielleicht unterschiedliche Meinungen hat, die wir hier haben, aber ja. Das finde ich halt völlig okay und finde schön. Um Gottes Willen, das muss ja auch sein, genau. Ich meine, es wär was für eine langweilige und im Übrigen auch ja für den User oder für den Gamer draußen beschissene Medienlandschaft wäre es denn, wenn sämtliche Medien in Deutschland zu den Themen die gleiche Meinung hätten. Dann sind wir ja schon beim Thema Gleichschaltung, das wollen wir ja alle nicht. Also es ist völlig okay, wenn da auch die Medien oder auch Kollegen das andere Meinung haben als wir oder da andere Wertungen geben. Das gehört zum Geschäft. Ist völlig in Ordnung. Super. Tom, hättest du da noch was? Nö. Hervorragend. Dann würde ich das jetzt mal endlich zum überfälligen Abschluss bringen. Noch einmal vielen, vielen, vielen Dank an Heiko, dass du dich dazu bereit erklärt hast, so schnell hier mit uns mitzumachen. Wir haben auch gar nicht mehr ganz große Sachen zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ihr könnt unseren regulären Podcast einfach auf iTunes, auf unserer Website, auf YouTube hören, wie auch immer ihr das wollt. Wir haben einen YouTube-Kanal, eine Website, wo ihr alle unsere Videos finden könnt. Da wisst ihr sicherlich Bescheid. Was ihr ebenfalls unbedingt machen solltet, ist mal bei diesem Indie-Magazin GameStar.de vorbeizugucken. Das ist gerade hart im Kopf. Oder den GameStar-Podcast zu hören. GameStar-Podcast. Wenn man schon so ein Podcast-Modus ist. Komm, wir machen das voll. GameTube gibt's auch noch. Auch super Ding. Gibt's auch noch, genau. Das könnt ihr euch. GamePro, ja komm. GamePro will ich jetzt nicht erwähnen. Guckt doch mal der GamePro vorbei. Und dann habt ihr schon den ganzen Tag was zu tun. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank an euch beide, an Tom und an Heiko. Das war ein wunderbares Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.